Ja. Guten Abend, ihr Lieben. Es dreht noch. Kleinen Moment noch. Ja, da bin ich. Guten Abend. Ah, Helena, schön, dass du auch mal da bist. Das freut mich wirklich sehr. Ich hatte kleine Schwierigkeiten mit dem Starten hier. Erst kam ich nicht rein, dann kam ein Update. Deswegen bin ich ein bisschen später, wie 8 Uhr, wie 20 Uhr. Ich begrüße alle die, die schon da sind. Ja, ich mich auch, Helena. Ich habe mich richtig gefreut, wie ich gesehen habe, dass du dich auch mal eingeloggt hast. Ist richtig schön. Wer ist noch da? Hallo Sabrina. Hallo. Ja. Du bist auch goldig, Sabrina. Total. Sind wir doch alle. Ah, so, Helena. Es geht im Prinzip ganz einfach über Facebook. Ja, und wie ich angekündigt habe, heute mal ein ganz interessantes Thema, wie ich finde. So wie ich das erkannt habe, über das wahre Erwachsensein oder Erwachsenwerden. Ist denn noch alles da? Michaela? Naja, dann fange ich einfach mal an über das wahre Erwachsenwerden. Ich habe ja schon sehr oft darüber gesprochen, dass eben Helena, an sie braucht man nichts bei mir zu sagen. Das darf du sein. Ja, also ich habe ja sehr oft davon gesprochen schon, dass in der Kindheit eine innere Trennung stattfindet und dass eben Kinder in Wirklichkeit mit einem großen Geist auf die Welt kommen, mit einem hohen Bewusstsein und durch die ganzen Systeme, die ihnen hier aufgedrängt werden auf der Erde, wird dieser große Geist immer kleiner gemacht. Und das geschieht ja eben durch die Bewertungen und Verurteilungen, die ständig von klein auf geschehen. Und deswegen ist dann zwar der Körper da, der erwachsen wird und immer mehr wächst, aber der Geist, der diesen Körper belebt, der wird immer kleiner und fängt an, dieses Spiel hier auf der Erde, Dualitätsspiel, mitzuspielen. Und um jetzt erwachsen zu werden, ja, ist es eben wichtig, dieses Spiel hier auf der Erde aufzuhören. Nun, wie kann man das machen? Ja, indem man anfängt, sich das alles mal anzuschauen, was man überhaupt hier macht. Und das habe ich eben getan und habe erkannt, dass ich selbst auch ständig am Verurteilen war, am Bewerten war, am Gucken war, was ich machen kann, damit es mir hier auf der Erde gut geht. So habe ich eben auch mit 35 Jahren noch eine Ausbildung gemacht zur Krankenschwester, damit ich entsprechend für mich und meine Kinder sorgen konnte und Geld verdienen konnte. Ja, und dann ist mir das ja alles wieder genommen worden. Durch eine Krankheit, also ich sage jetzt mal Krankheit dazu, heute empfinde ich das nicht mehr so, dass es eine Krankheit war, wurde mir das ja alles wieder genommen, sodass ich immer mehr weniger Geld hatte und mich dann anfing zu fragen, was das hier alles hier auf der Erde eigentlich soll. Ja, dass man hier auf die Erde kommt, geboren wird angeblich und eine Ausbildung macht oder arbeiten geht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und so wurde mir nach und nach klar, dass all das, was hier auf der Erde geschieht, irgendwie nicht Wahrheit sein kann. Denn wenn man sich umschaut, ist nicht wirklich ein Mensch glücklich. Alle suchen sie nach dem Glück auf die eine oder andere Art und Weise. Die einen im Beruf,
Die anderen in der Partnerschaft, die anderen bei Freunden und Bekannten, in der Familie, überall suchen sie nach dem, was sie vermissen. Nun, jetzt geht es darum, um wirklich erwachsen zu werden, damit der Geist wieder zu dem wird, was er in Wirklichkeit ist, ein großes Wesen. Ist es eben wichtig, genau das hinter sich zu lassen und die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Nun, ich habe gesehen, dass viele dann anfangen, einen sogenannten spirituellen Weg zu gehen, weil sie mit dem materiellen Weg nicht mehr so 100% klarkommen. Ah, Michaela, da bist du ja. Schön, dass du noch angekommen bist. Doch, wenn man sich so umschaut, ja, das, was man erwachsen nennt, da ist einfach keine Freude an dem, was sie sind. Man kann das richtig sehen. Allein schon, wenn ich mal einkaufen gehe und in die ganzen Gesichter sehe, die mir entgegenkommen oder die so an mir vorbeigehen, die Menschen, da kann ich einfach sehen, dass da ganz, ganz viel Trauer ist, viel Traurigkeit. Dass jeder so irgendwie in seiner Welt zu existieren scheint. So ganz für sich alleine. Und ich nehme auch das wahr, was in ihnen vorgeht. All diese sorgenvollen Gedanken, die Angst, die Probleme, die sie haben. Und da ist mir vollkommen klar, dass keiner von ihnen wirklich erwachsen ist. Weil, schaut euch die Kinder an. Wenn sie in diese Welt kommen, in ihrem reinen Sein, sie machen sich keine Sorgen. Sie denken nicht an morgen. Sie denken nicht an das, was gestern war. Sie sind einfach das, was sie sind. Hallo Petra. Und dann die, die sich erwachsen glauben, kämpfen hier auf der Erde, spielen das Spiel des Lebens und glauben, sie wären am Leben. Ich habe das erkannt, dass es eben nicht so ist, dass sie nicht am Leben sind, sondern dass sie einen Überlebenskampf führen, indem sie all das tun, was man ihnen gesagt hat, was sie tun sollen. Und wenn sie dann anfangen, nach einer Lösung zu suchen und auf einmal etwa entdecken, dass es da so etwas wie Spiritualität gibt und sich eben anderen Dingen zuwenden, anfangen Bücher zu lesen, anfangen auf einmal an Engel zu glauben, an geistige Führer, geistige Helfer, statt in die Selbstverantwortung zu gehen für sich selber. Und es ist ja genau das, worüber ich ständig spreche. Und versuche klarzumachen, dass es auf diesem Weg zu sich selber, sich selbst in das zu entdecken, was man ist, ja, dass das ganz alleine nur über sich selbst geht. Und alles, was man dazu zur Hilfe holt, einen genau davon abhält, sich erwachsen zu werden, wirklich erwachsen zu werden. Erwachsen zu werden bedeutet für mich die Selbstverantwortung. Die Selbstverantwortung dahingehend, was in jedem vorgeht, was in einem vorgeht, an Gefühlen, an Emotionen. Doch was haben wir gelernt und damit sind wir immer kleiner gemacht worden? Zu beurteilen, Schuld zuzuweisen, sich als Opfer zu fühlen, weil man glaubt, irgendjemand ist da, der hat einem was angetan. Und das ist für mich nicht die Selbstverantwortung, sondern die Verantwortung für sich selbst abzutreten. Guten Abend, Alfons. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. Und wenn man jetzt auf diesen spirituellen Weg geht und nicht die Verantwortung für sich dabei übernimmt, sondern auch noch anfängt, sich welcher Hilfsmittel zu bedienen, sei es jetzt Bücher, sei es jetzt Engel, oder zu glauben, da gibt es irgendjemand, der einem helfen kann,
Selbst der Glaube an einen Gott, ja, der über einen wacht, ist ein Hilfsmittel, ist ein Krückstock. Und dieser Krückstock, egal welchen man benutzt, der kann ganz schnell zerbrechen und verhindert das Erwachsenwerden. Nur wer zu 100% die Verantwortung für sich übernimmt, indem wie er handelt, in dem, was er tut und aufhört, in dieser Welt das Dualitätsspiel zu spielen, aufhört, in dieser Welt so zu handeln, wie man von ihm erwartet, der kann in das Handeln des Geistes kommen. Des Geistes, der aufhört, in dieser Welt das Spiel zu spielen und bereit ist, erwachsen zu werden. Das Erwachsenwerden beginnt damit, indem man die Verantwortung für alles, was in einem vorgeht, übernimmt. Natürlich gibt es 100% Erwachsenwerden, Helena. Das ist möglich. Dennoch darfst du natürlich all die Möglichkeiten hier in der Dualität nutzen. Denn es ist ja nicht so, dass es dir schlecht gehen muss deswegen. Und die Selbstverantwortung liegt eben die Selbstverantwortung sehe ich eher darin, dass man anfängt, aus der Opferrolle zu gehen, die Täterrolle loslässt. Denn jeder, der verurteilt oder Schuld zuweist, macht sich zum Täter automatisch. Jeder, der in eine Opferrolle hineingeht, macht einen Täter. Und gleichzeitig macht er diesen Täter zu einem Opfer. Denn wenn er sagt, das ist ein Täter und zeigt ihn an zum Beispiel, so wird dieser Täter ja vor Gericht gestellt und verurteilt. Damit wird dieser Täter zum Opfer. Zum Opfer dieses gesellschaftlichen Systems, weil es so abläuft, wie es abläuft. Denn wenn jeder Mensch in die Selbstverantwortung gehen würde und wirklich erwachsen wäre, gäbe es das alles gar nicht mehr. Gäbe es keine Schuldzuweisung, gäbe es kein Verurteilen, gäbe es keinen Kampf um irgendetwas. Selbstverantwortung bedeutet für mich auch, sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat. Und das bedeutet auch erwachsen werden. Denn es ist das Kind in uns, das Kind, das immer mehr besitzen möchte, das viel haben möchte, damit es glücklich ist. Frag mal ein Baby, wenn es antworten könnte, was würde es sagen? Ja? Wenn man es fragen würde, bist du glücklich? Das Baby würde einen ganz erstaunt anschauen und uns sagen und gar nicht sagen können, weil es ist es einfach. Guten Abend, Irina. Es kennt gar nicht diesen Unterschied von unglücklich sein und glücklich sein, weil es einfach das ist, was es ist. Und in ihm ruht noch dieses tiefe Urvertrauen, dass es, wenn es sich bemerkbar macht, wenn es weint, dass jemand kommt, um ihm hilft, um ihm das zu geben, was es benötigt. Doch wir haben gelernt, um alles zu kämpfen, was wir benötigen. Haben gelernt, nicht zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Und deswegen geht dieser Kampf natürlich weiter in dieser Welt. Und das Spiel, was man Leben nennt, geht so lange weiter, bis jedes menschgenannte Wesen in sich erwachsen geworden ist, sich aus dieser Welt des Spiels befreit hat, und damit komplett die Verantwortung für sich zu übernehmen. Ja, die Augen von Babys sprechen sehr stark. Und wenn man in sie hineinschaut, in diese Augen,
glaubt man, man guckt in ein ganz, ganz tiefes Universum hinein. Denn aus den Augen dieser Babys schaut noch das Universum, schaut noch das, was es wirklich ist. Das schaut nicht das in sich getrennte Ich heraus, sondern das heile, ganze Ich. Doch statt sie dann so lassen, zu lassen, wie sie sind, sagt man ihnen, was sie sind. Und so verlieren sie ihr Urvertrauen, verlieren sie ihre Selbstliebe, verlieren sie das, was sie sind. Und werden in dieser Welt, da man jede Entscheidung ihnen auch abnimmt, nach und nach zum Kinde gemacht. Genau, Petra, das wird gesagt. Es reicht nicht gut zu sein, du musst besser sein. Und man sagt Kindern nicht, du bist gut, so wie du bist, sondern sagt nur, du bist gut, wenn du etwas erreicht in dieser Welt, wenn du dieses Dualitätsspiel mitmachst. Und so kommt eben dieser andere Pol in uns, den ich Angst nenne, immer stärker hervor. Und das große Wesen, das in diese Welt hineingetreten ist, wird immer mehr zum Kind gemacht. Also zum Spiegel von dem, was es in Wirklichkeit ist. Denn diese Welt ist ein Spiegel. Genau, Michaela, deswegen kommt die Trotzphase, wo eben die kleinen Wesen entdecken, dass sie einen eigenen Willen haben. Doch dieser eigene Wille wird gar nicht geduldet, wird gar nicht toleriert, sondern man nimmt jede Entscheidung ab. Ja, man hat euch nie gefragt, was ihr machen wollt, sondern man hat euch immer gesagt, was ihr machen sollt. Die Eltern sagen, wir stehen über dir. Und wir haben dir zu sagen, was du zu machen hast. Und das Ganze setzt sich fort bis hoch in das, was Regierung genannt wird. Wir werden von oben bestimmt, in dem, wie wir zu sein haben, wie wir zu leben haben, nach welchen Gesetzen wir zu leben haben, nach welchen Programmen wir zu leben haben. Und machen es einfach, ohne es zu hinterfragen, ob es aber auch Wirklichkeit hat, ob das wirklich alles so sein muss, wie man uns gesagt hat. Wo bleibt da das Erwachsensein, wenn man all diesen Programmen folgt, die man gesagt bekommen hat, wenn man Entscheidungen trifft, nur weil man nach einem Programm folgt? Kein Mensch in dieser Welt, der nicht sich selbst ist, hat einen freien Willen. Niemand. Auch wenn er es glaubt. Denn jede Entscheidung in Richtung Materie entzieht sich dem freien Willen. Und deswegen haben auch die Wissenschaftler recht, die sagen, dass der Mensch keinen freien Willen hat. Auf dualistischer Ebene. Doch es gibt den freien Willen auf anderer Ebene, auf geistiger Ebene. Und dieser freie Wille ist dafür da, wieder sich selbst zu werden, um erwachsen zu werden, wieder das zu werden, was man wirklich ist und um sich zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Es ist aber so, Helena, dass wir einfach alles hinnehmen, was uns gesagt wird. Viele beschweren sich darüber, dass sie das gar nicht so wollen. Doch aus Angst wird es weitergemacht und immer weitergemacht. Weil wir müssen das doch alles tun, damit es uns gut geht. Hallo Jule, du bist da. Ich grüße dich auch von Herzen.
Und das ist auch so, dass Kinder, wenn sie anfangen, sich in diese Welt, mit dieser Welt zu identifizieren, steigt eben auch die Angst auf. Und so können sie sich sogenannte imaginäre Freunde erschaffen, aus sich selbst heraus. Und das ist unter anderem, dass eben Engel entstanden sind, dass der Glaube an Engel entstanden ist. Und jeder Glaube an irgendetwas außer an dich selbst beweist, dass du nicht erwachsen bist. Solange du an etwas anderes glaubst, wie an dich selbst, bist du nicht erwachsen, auch wenn der Körper groß geworden ist. Du glaubst, Verantwortung dafür übernehmen zu können. Das mag vielleicht auf diese Art und Weise sein. Doch in Wirklichkeit hat man dir jede Verantwortung für dich abgenommen, weil du nach all diesen Modellen, nach all diesen Programmen, all dem, was man dir vorgegeben hat, hier dieses Leben auf der Erde wirklich nur existierst, statt zu leben. Ja, Sabrina, die Bewusstseinsstufen Es gibt unterschiedliche Bewusstseinsebenen, das ist klar. Und je höher ein Mensch auf diesen Bewusstseinsstufen hinaufklettert, kann man sagen, es ist wie eine Leiter, umso mehr wird er Verantwortung für sich übernehmen, umso mehr wird er erwachsen werden. Richtig, Michaela, sogar das geistige Entscheiden wird genommen, das geistige Entscheiden dahingehend, was Religionen betrifft. Auch da werden Kinder ja von klein auf hineingedrückt, ohne sie zu fragen, ob sie das überhaupt wollen. Und so wird ihnen ein Gott aufgedrängt, den es gar nicht gibt. So werden ihnen Heilige aufgedrängt, die es auch nicht gibt. So werden ihnen Priester oder was auch immer vorgesetzt, die angeblich genau wissen, wie man zu handeln hat, was man zu tun hat. Aus dieser Religion heraus, aus diesem Glauben heraus an einen Gott, den es so nicht gibt. Genauso wenig wie Engel oder geistige Helfer. Denn alles ist komplett in jedem Menschen vorhanden. Und das zu 100%. Und ich kann das deshalb so genau sagen, weil ich diese Selbstverantwortung für mich übernommen habe, in dem, was in mir vorgeht, indem ich aufgehört habe, Schuld in dieser Welt zu sehen, aufgehört habe, mich als Opfer zu fühlen, mich als Opfer zu sehen von irgendetwas, was ich erlebt und erfahren habe, indem ich angefangen habe, mich zu lieben, statt mich zu verurteilen. Aufgehört habe, mich für irgendetwas schuldig zu fühlen. Weil mir klar wurde, dass ich nur nach diesen Programmen in dieser Welt gehandelt habe. So dass es mir nicht möglich war, das zu sein, was ich wirklich sein wollte. Helena, was in dir noch ist, das ist ein göttlicher Funke, der ist definitiv da. Doch dieser göttliche Funke ist nicht Gott in dem Sinne, wie es die Religionen lehren. Du bist hier auf der Erde, um dich dahin zu entwickeln, um in das göttliche Bewusstsein der bedingungslosen, allumfassenden Liebe zu kommen. Der Liebe, die weder verurteilt, noch beurteilt, noch bewertet. Und genau in diese Liebe, genau diese Liebe bewirkt das Erwachsenwerden. Dass man aufhört, das, was in einem selbst vorgeht, ins Außen zu projizieren. Um einen Schuldigen zu finden für das,
was in einem vorgeht. Helena, auch mit der Gerechtigkeit sehe ich etwas anders. Ja? Gerechtigkeit ist ein Wort auch entstanden in dieser Welt, das etwas ungerecht ist. Denn es ist so, jeder bekommt das, was er erzeugt hat. All das kommt für ihn auf ihn zu, was er selbst erzeugt hat. Auf die eine oder andere Art und Weise kommt das immer wieder auf einen zu, was man selbst erzeugt. Und so haben wir in dieser Welt all das hier erzeugt. Als großes Ganzes haben wir das hier erzeugt. Und so bekommt eben jeder das, was er sich selbst erzeugt hat. Ich kann da nichts mehr, kein Unrecht mehr sehen, sondern eben eine Notwendigkeit, dass eben jeder all diese Erfahrungen machen muss, die er macht. Und wir als großes Ganzes, Kollektiv, diese Erfahrungen hier machen müssen. Damit wir anfangen können, aufzuwachen, aufhören können, dieses Kinderspiel weiterzuspielen. Für mich ist das wirklich ein Kinderspiel, was hier geschieht. Kinder, die nicht erwachsen werden wollen, weil sie glauben, dass sie vom Körper her erwachsen sind, weil sie glauben, dass sie selbst Entscheidungen treffen, weil sie nicht sehen können, woraus sie handeln, dass es alles Programme sind, alles Konditionierungen sind, woraus sie handeln. Und wenn man genau hinsieht, sieht man auch genau, worum es wirklich geht. Es geht um Macht haben. Das ist selbst bei spielenden Kindern schon so, wenn sie die innere Trennung erfahren haben. Jedes möchte besser sein, was Größeres sein. Wenn zum Beispiel ein Spielbild sieht, jedes möchte der König sein. Oder eine Prinzessin. Eben etwas Besseres, was es glaubt zu sein. Genauso setzt sich das ja überall fort. Schau in die Berufswelt. Jeder möchte über den anderen bestimmen, mehr Geld verdienen, was Größeres sein. Und dadurch haben sich all diese Hierarchien in der Welt gebildet. Und unter anderem ja auch das, was Regierung genannt wird. Haben sich Länder gebildet mit einem Oberhaupt, das über all die Menschen darin zu bestimmen hat. Und wir lassen das alles zu. Wird es nicht Zeit, wirklich erwachsen zu werden? Dass wir als großes Kollektiv die Verantwortung für alles übernehmen? Gemeinsam? Dass wir aufhören, uns bestimmen zu lassen von irgendjemand, der gewählt wurde? Weil wir an all diese Systeme glauben? Doch wieso glauben wir daran? Weil wir glauben, es gibt uns eine gewisse Sicherheit. Doch ich kann sagen, in dieser Welt gibt es keine Sicherheit. Absolut nicht. Die einzige Sicherheit, die es wirklich gibt, die kannst du nur in dir finden, ganz alleine in dir, indem du dich dir zuwendest und in dir diese Sicherheit, dieses Vertrauen in dich wiederfindest, das du verloren hast. Ja, und man sieht ja, du sagst es, Michaela, diese Sicherheit ist komplett am Bröckeln. Da braucht es nur mal so einen Regen zu geben, wie es jetzt gibt. Ich habe gehört, in gewissen Gebieten wurde schon Katastrophenalarm ausgelöst, weil diese Sicherheit ganz groß in Gefahr ist. Häuser in Gefahr sind, Länder in Gefahr, das Land in Gefahr ist. Und das durch Wasser.
Und wenn man merkt, dass es diese Sicherheit gar nicht gibt, gibt es nur eine Lösung, gibt es nur eine Möglichkeit, diese Sicherheit über sich zu gewinnen, indem man erwachsen wird und die Verantwortung für sich selber trägt. Über die Liebe zu sich aufhört, nach etwas zu suchen, das es gar nicht zu finden gibt. Genau, Petra. Doch ich habe erfahren, dass auch eine Versicherung einem keine Sicherheit gibt. Rechtsschutzversicherung hatte ich abgeschlossen, weil ich dachte, ja, wenn du dann einen Rechtsstreit hast oder irgendwas, dann bist du abgesichert. Dann kannst du dir einen Anwalt leisten. Das Lustige war, ich habe sie in Anspruch genommen und dann kam ein Brief vor kurzem, ja, wenn wir uns nicht mit einer Selbstbeteiligung daran, also an diesen Unkosten beteiligen, müssen Sie die Versicherung kündigen, weil wir sie in Anspruch genommen haben. Wo bitteschön ist da die Sicherheit? Also habe ich die Versicherung gekündigt. Ich brauche sie nicht. So wie viele andere Versicherungen ich auch gekündigt habe. Weil es gar keine Sicherheit gibt. Die Versicherung braucht nur Nein zu sagen, bezahle mal nicht und dann stehst du da. Also was nutzt dir eine Versicherung? Milliardenumsätze machen sie mit der Angst der Menschen. Mit der Suche nach Sicherheit. Man kann sich gar nicht absichern in dieser Welt. Doch diese innere Sicherheit, die man über sich gewinnt, die kann niemand einem nehmen. Niemand. Sie ist unzerstörbar. Draußen tanzen gerade Schwalben ihren Abendtanz. Ich beobachte sie gerne. Es ist wunderschön, sie zu beobachten. In ihrem abendlichen Tanz. Das machen sie jeden Abend hier. Und ich kann sie fast jeden Abend sehen. Die Menschen haben vergessen, den Blick auf die Natur zu wechseln, den Blick auf die Natur zu wenden. Sie sehen nur noch ihren hektischen Alltag, wie sie irgendwie diesen Tag rumkriegen, hetzen von einem Termin zum anderen, haben vergessen, was Leben ist, folgen dem Spiel, was man ihnen beigebracht hat. Dabei ist diese Erde das größte Paradies überhaupt. Doch es wird nicht gesehen, weil die vielen, vielen Alltagssorgen, das große Spiel einfach weitergehen muss. Hetzen von morgens bis abends, abends ins Bett fallen, irgendwie die Nacht rumbringen und wieder morgens aufzustehen und wieder zu hetzen. Wo ist da das Leben? Wo ist da das Erwachen? Denn Erwachsen kommt von Erwachen. Erwachsen sein, wach zu werden. Man glaubt, Kinder wären nicht wach. Man müsste es ihnen erst beibringen, wach zu werden, erwachsen zu werden. In Wirklichkeit sind sie Erwachsene. Wie so mancher, der sich erwachsen glaubt. Der dieses Spiel weiter und weiter spielt. Um sich wertvoll zu fühlen, geliebt zu fühlen, sich höher zu fühlen wie andere.
Ja, Michaela. Wenn du ein ruhender Pol in dir geworden bist, da kann da draußen geschehen, was es will. Du bleibst ein ruhender Pol. Ganz im Gegenteil. Bei mir ist es so, wenn ich sehe, dass die Menschen anfangen, sich gegen diese Systeme aufzulehnen und Unruhen entstehen, da kommt innere Freude auf bei mir, weil wir als Kollektiv endlich anfangen aufzuwachen. Und immer mehr Menschen sind es. Doch ich sehe auch das Gegenteil, dass zwar viele Menschen versuchen aufzuwachen, doch dann dann werden sie in eine Richtung geführt, die sie auch wieder weiter schlafen lässt. Deswegen möchte ich das heute auch zur Sprache bringen. Diese ganzen Ideen, die im spirituellen Bereich oder Esoterik aufgetaucht sind, über Engel, über geistige Helfer, über Wünsche ans Universum. Wie kann Erwachsensein sein, wenn man diese Hilfsmittel braucht, um sich glücklich zu fühlen? Wenn man diese Hilfsmittel braucht, wenn man an etwas glaubt, dass es etwas außerhalb von einem gibt. Einen Gott, Engel. Glaubt, da draußen gäbe es eine galaktische Föderation des Lichts, die uns helfen würden, hier auf der Erde. Doch, das gibt es einfach nicht. Wir sind hier völlig alleine auf der Erde. Niemand kommt uns helfen. Niemand. Nur wir alleine können uns dieses Paradies hier auf der Erde erschaffen. Nur wir alleine haben die Fähigkeit dazu, auf diese Erde Frieden zu bringen. Und die Liebe. Genau, Michaela. Das, was als Falschheit gesehen wird, ist ein wirklich unbewusstes Handeln im Sinne dieser Welt, um einen Vorteil aus diesem Handeln zu bekommen oder in dem, was man sagt. Und weil keiner sehen kann, was für ein riesengroßes Potenzial da in ihm verborgen liegt. Weil er Angst hat um seine Existenz, um sein Leben. Und ich höre auch so oft, es ist doch nur ein Spiel hier auf der Erde. Es ist ein Spiel. Ein Spiel noch nicht erwachsen gewordener Kinder. Aber glauben, erwachsen zu sein, weil sie einen großen Körper haben. Doch wir sind hier, um aus diesem Spiel zu erwachen. Aus diesem Spiel der Trennung. Aus diesem Spiel der Dualität. Um wieder ein Ganzes zu werden. Und das fängt bei sich an, indem in die Selbstverantwortung gegangen wird. Indem aufgehört wird, irgendetwas in einem Menschen zu sehen, das in einem selbst vorgeht. Oder einen Menschen
Schuld zuzuweisen. Indem man sagt, der hat jetzt das gesagt, hat das gemacht und jetzt fühle ich mich zutiefst verletzt. Er liebt mich nicht. Und nach Liebe sucht. Überall Anerkennung. Weil ihm die eigene Anerkennung fehlt. Die Anerkennung für sich. Das Wertgefühl für sich. Die Liebe für sich. Die Menschen suchen nach Frieden. Da draußen. Doch sie können ihn nicht finden. Weil sie keinen inneren Frieden haben. Ich bin erwachsen geworden. Und doch wieder ein Kind. Denn erwachsen werden bedeutet, wieder zu einem Kind zu werden. Im Geiste. In die Fröhlichkeit hineinzukommen. Aufhören, über irgendetwas traurig zu sein. Diese absolute innere Glückseligkeit, die da ist. Alles nicht mehr so todernst zu sehen. Aufhören zu kämpfen. Aufhören, Opfer zu sein. Aufhören, Täter zu sein. Und so werden wie ich, der aufhört, ich habe aufgehört zu kämpfen. Ich habe aufgehört, ein Opfer zu sein. Ich habe aufgehört, ein Täter zu sein. Ich kann das alles gar nicht mehr sehen da draußen in der Welt. Ich sehe nur noch mich. Und ich liebe die Welt da draußen. So wie sie ist. Denn ich habe erkannt, wie notwendig das ist, dass all das geschieht, damit wir als Kollektiv erwachsen werden können. Und ich sehe, es erwachen immer mehr Menschen. Deswegen hört doch auf, irgendjemandem zu folgen, irgendjemandem, der euch von irgendwelchen Engeln erzählt, mit denen er angeblich redet, wobei er immer mit derjenige immer mit sich selber redet. Es gibt keine Engelmedien, es gibt keine Medien, die mit irgendeiner geistigen Welt verbunden sind, die euch irgendetwas sagen können über Zukunft. Es gibt keine Zukunft. Hört auf, an irgendwelche Karten zu glauben, die man legen kann. Auf die eine oder andere Weise stimmt das natürlich alles, was da gesagt wird. Doch es hilft euch nicht weiter, um erwachsen zu werden. Es ist nur ein Krückstock. Jeder wird es irgendwann selbst erfahren. Das ist mir voll bewusst. Doch man kann sich mit dem freien Willen entscheiden, in die Selbstverantwortung zu gehen, um erwachsen zu werden. Denn dafür, einzig und allein dafür, sind wir hier. Erwachsen zu werden, uns selbst zu erkennen, an uns selbst zu glauben. Aufzuhören zu glauben, dass es da irgendetwas anderes gibt, wie das, was wir sind. Auf der geistigen Ebene gibt es nichts Höheres, wie selbst du es bist.
Niemand steht über dir. Niemand. Und so wie man Hierarchien erschaffen hat, erschafft man doch tatsächlich Hierarchien auch im Geistigen. Wenn ich das höre, kann ich das manchmal gar nicht glauben, dass sie das wirklich so machen. Gibt es hier nicht schon Hierarchien genug, die den Menschen unterdrücken, damit er nicht in seinem wahren, in seinem Sein sein kann? In seinem höchsten Sein sein kann, sag ich mal. Es ist ja immer das Wahre. Doch hier auf der Erde wird nicht das höchste Sein gelebt, nicht das höchste Sein erfahren, sondern das niedrigste Sein oder Bewusstseinsebene innerhalb dieses einen. Angst. Überall Angst. Vor was? Nun ja. Vor sich selber. Vor sich selbst die Verantwortung zu übernehmen für sich. Und das ist in Wirklichkeit die grundlegende Angst. Deswegen macht man es sich ja auch so einfach und glaubt an dieses System, glaubt an diese Programme, glaubt an Engel, glaubt an Gott, glaubt an geistige Helfer. Weil dann hat man ja jemand, mit dem man diese Verantwortung teilen kann. Da ist jemand, der mich beschützt, egal was ich tue. Er beschützt mich. Er leitet mich. Wie kann das Selbstverantwortung sein? Ja, Michaela, genau. Doch solange da eben keine Liebe ist, wird die Angst immer auftauchen. Immer und immer wieder. Auf die eine Art, auf die andere Art. Sie ist ganz tief immer noch in dir drin. Und es hat keinen Sinn, sie wegzudrücken. Sie wird mit aller Macht hervorbrechen, wenn gewisse Dinge geschehen. Und das ist sicher. Mir ist vollkommen bewusst, dass vieles, was ich sage, in Menschen großen Widerstand auslöst. Doch ich lasse mich nicht daran hindern, es auszusprechen. Denn worüber ich rede, egal worüber, was ich sage, kommt vollkommen und alleine aus dem, was ich bin. Ohne dass ich irgendwelche Hilfsmittel gebraucht habe, bin ich diesen Weg zu mir selbst gegangen, indem ich die ganze Welt für mich auf den Kopf gestellt habe, um dann zu erkennen, was Wirklichkeit ist. Der Schleier lichtete sich vor meinen Augen und ich schaute auf einmal in die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit der bedingungslosen Liebe, welche die einzige Wahrheit ist für mich. Und aus dieser Liebe zu dem großen Ganzen fließt alles heraus, um es euch zu sagen. Und nein, das ist kein Channeln. Denn ich bin das ja. Auch das Channeln ist so eine Vorstellung, dass es sowas gibt. Man redet in Wirklichkeit immer nur mit sich. Komplett. Und baut in das, was man angeblich erschändet, all das ein, was in einem selbst vorgeht. Nur ein in sich befreites Wesen
kann die Wirklichkeit sehen. Und das, was Wahrheit ist. Und ich werde es sagen, so oft wie ich will, egal ob es gehört werden will oder nicht. Doch die, die zu mir kommen, die wollen das ja hören. Und das ist schön. Und ich rede ja auch nur zu denen, die zu mir kommen. Ich gehe ja nicht in irgendwelche Geschäfte oder wo und fange an, da zu predigen. Ey, das ist aber schön, Irina. Das ist ja toll. Gib mir einen dicken Kuss von mir, Irina, der Sophie. Umarm sie lieb von mir. Ja. Man sollte wirklich das Ganze mal umdrehen, denn diese Welt ist ein kompletter Spiegel. Kinder macht man klein und die Erwachsenen macht man groß, obwohl sie Kinder im Geiste geworden sind. Und diese Kinder im Geiste bestimmen diese Welt. Für mich halt bedeutet es, lass die Kinder bestimmen, nicht bestimmen. Hört auf die Kinder, besonders die Kleinen. Sie folgen noch ihrem Herzen. Genau, Michaela, es ist alles umgedreht. Wie es in Wirklichkeit ist, alles umgedreht. Diese Welt ist ein kompletter Spiegel. Man glaubt hier ein Leben zu leben und erwachsen zu sein, was weder Leben noch Erwachsensein ist. Die wirklich großen Wesen, den wirklich großen Geist, der in jedem Kind in diese Welt betritt, der wird zu einem Kind gemacht. Der Körper wächst, doch der Geist wird klein gemacht, weil man ihm jede Verantwortung übernimmt, wegnimmt, jede Entscheidung wegnimmt, indem man ihm von klein auf sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Dadurch geht die Liebe weg, drückt komplett in den Hintergrund. Und dadurch, dass diese Liebe in sich nicht mehr gesehen wird, geschieht all dieser Kampf in der Welt. Nur dadurch. Wir sind sehr mächtige Wesen, doch hier in der Materie nicht wirklich, weil wir das alles noch nicht unter Kontrolle haben in dem Sinne. Weil wir eben spielende Kinder sind. Und viele wollen noch nicht erwachsen werden. Deswegen ist dieses Spielen ja auch noch nötig, um erwachsen zu werden. Um dann wieder nach Hause zu gehen. Nach Hause zu kommen. Das ist wunderschön. Frieden mit der Welt da draußen, mit allen Menschen. Ewiges Glück. Und egal was kommt, egal was ist, immer Zufriedenheit. Keine Erwartungen mehr an irgendetwas. Immer bei sich sein. Diese Verbundenheit in sich. Zu sehen, die Welt da draußen, das bin ich. Und so wie ich sie sehe, so sehe ich mich.
Ich sehe nur noch die Notwendigkeit, damit erwachsen sein, damit erwachsen werden sein kann. Demenzkranke, ja gut, Demenzkranke sind Wesen, die eben schon angefangen haben, diese Welt geistig zu verlassen. Und deswegen kommen sie in ihr nicht mehr zurecht. Man kann im gewissen Sinne sagen, ja, dass sie erwachsener sind, weil sie dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Und jeder, der dieses Spiel nicht mitspielt, wird ja wirklich als nicht normal dargestellt. Doch aus der Non-Dualität heraus, aus dem Bewusstsein heraus, wo ich bin, ist diese Welt für mich nicht normal. Eben ein Spiegel. Es fehlt die Liebe. Weil sie verlernt wurde, weil sie vergessen wurde und etwas als Liebe gemacht wurde, was gar nicht Liebe ist. Doch alle glauben daran, weil sie es nicht besser wissen. Und deswegen hat doch niemand eine Schuld. Verurteilt niemanden. Niemanden. Denn niemand hat eine Schuld. Egal wer er ist. Alles entsteht ja nur dadurch, weil Erwachsene zu Kinder geworden sind. Ja, non-dual bedeutet, wenn das eine, dass du bist, Helena, wieder zu einem geworden ist. Durch den Aufenthalt in dieser Welt findet eine innere Trennung statt. Und zwar das Wesen, das dann entsteht, das sich alleine mit der materiellen Welt identifiziert. Und die andere Seite tritt komplett in den Hintergrund. Und dadurch ist die Dualität da. Und wenn man diese materielle Welt nach und nach ins Geistige holt, aufhört im Sinne dieser Welt, der materiellen Welt zu handeln, sodass ein Nichthandeln in der materiellen Welt ist, im Sinne dieser Welt, ja? Das heißt nicht, dass ich nicht normal einkaufen gehe oder sowas. Im Sinne dieser Welt bedeutet eben nicht mehr um alles Mögliche zu kämpfen, etwas nach Liebe zu suchen, Erwartungen zu haben. Ist das so verständlich ein bisschen? Und wenn man nach und nach diese materielle Welt in den Geist holt, aufhört im Sinne dieser materiellen Welt zu handeln und ins Nichthandeln kommt, aber geistig handelt in dem Sinne, dass man in die Selbstverantwortung geht, um erwachsen zu werden. Nur noch bei sich schaut, was in einem vorgeht, aufhört Schuld zu verteilen, zu verurteilen, dann kommt wieder die Dualität, die Non-Dualität, dass du wieder non-dual wirst. Ein Ganzes. Du bist als Ganzes in diese Welt gekommen, wurdest innerlich getrennt und es geht darum, wieder ein Ganzes zu werden, aus der Dualität in die Non-Dualität zu kommen, um wieder ein Ganzes zu werden. Und das geschieht über die bedingungslose Liebe zu sich, welche die Vergebung, die Dankbarkeit und die Annahme bewirkt. Natürlich bist du das, Helena.
Du bist dasselbe wie ich, nichts anderes. Ein Bussi auch an dich, Sabrina. Du bist das, ganz sicher, Helena. Zu 100% dasselbe wie ich. Und du hast wie jedes andere menschliche Wesen diesen göttlichen Funken in dir, der in den Hintergrund gerutscht ist, weil du angefangen hast, dich alleine mit der materiellen Welt zu identifizieren, sodass du das Geistige, das du auch bist, nicht mehr sehen konntest. Und wenn keine Fragen mehr sind, möchte ich gerne hier beenden. Ja, lass die Tränen raus, Helena. Sie reinigen deine Seele, sage ich jetzt mal. Sie reinigen dich innerlich. Denn genau auf diesem Weg geht es darum, aus der Dunkelheit der Vergessenheit, um ins Licht hinaufzugehen, all die Tränen, die nicht geweint wurden, zu weinen, herauszulassen. Denn diese Tränen, dieses Wasser der Tränen, sind das, was dich reinigt, was dich reinigt. Ja, das ist der innere Kampf, der ständig stattfindet, der dich müde sein lässt, dich müde werden lässt. Um in deine innere Kraft zu kommen, geht es eben darum, diesen Kampf aufzuhören in der Welt. Darum geht es. Und wenn diese Kraft aktiviert ist, ist eine Kraft da, die wirst du gar nicht, ist gar nicht mit Worten zu beschreiben. Sie ist ohne Ende, ohne Grenzen, unerschöpflich, ewig. Du bist das Ewige, Alleine, das sich in dieser Welt, in diesem Körper zeigt. Und du brauchst niemanden wie nur dich, um dich zu erkennen. Keine Helfer, nichts. Und um das zu sagen, bin ich hier. Nicht, dass ihr mir glaubt, sondern dass ihr anfangt, an euch zu glauben, anfangt, euch zu vertrauen, anfangt, euch zu lieben. Und ich sage euch, ich habe euch von Herzen lieb. Bewahrt diesen Frieden jetzt, wenn ihr ihn fühlt, denn ich schicke ihn zu euch. Ich habe euch lieb. Tschüss.